Ja, ich würde sagen, jetzt können wir so langsam anfangen. Ich gucke dann immer noch mal hier unten, wenn noch jemand nachkommt, dass ich den oder diejenige dann noch reinlasse. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen einmal an. Stellt euch mal einmal hin, dass da so ein bisschen euch Platz macht um euch herum, dass wir erstmal den Körper so ein bisschen vorbereiten können. Wollen die Füße einmal locker hüftbreit aufstellen, den Rücken schon mal so in gerade Position bringen und dann fangen wir erstmal an, so ein bisschen die Beine durchzubewegen, dass da mal so ganz locker, ne, stell mich mal seitlich, ne, so die Fersen immer schön mit Kraft so nach unten drückt, auch ruhig richtig hoch, dass wir so unter der Fußsohle auch so ein bisschen Dehnung haben. Ne, so also macht das als ganz kraftvolle, bewusste Bewegung, mal schön die Fersen, den Rückenwechsel auf und ab. Noch so ein bisschen durchbewegen, die Arme können locker sein dabei. Und dann lass die Füße nochmal flach stehen. Dann wollen wir nochmal so ein bisschen in den Knien, im Becken, im Rücken ausschütteln, nochmal die Schultern so ein bisschen locker lassen. Erstmal alle Spannung lösen. Und dann Feder in den Knien leicht ein. Wir lassen die Arme ganz locker stehen. Wirklich immer Spannung lösen. Mach das noch so ein paar Mal. Da kommt nämlich noch jemand. Kann ich noch jemand hier mal eben reinlassen? Ja, war sehr schön. Und wir schwingen die Arme weiter nach oben, macht euch ganz groß und wir strecken uns so ein bisschen hier in den Seiten raus. So richtig schön die Seiten lang ziehen und tief weiteratmen. Und einmal beide Hände fassen und dann mache ich auch nochmal ganz groß den Brustkorb so ein bisschen weiten, mal so ganz sanft, so ein bisschen nach vorne noch strecken. Und macht auch mal so ein bisschen zu den Seiten, ziehen wir an beiden Armen. Und dann schiebt die Arme nach vorne. Wir machen einen ganz runden Rücken. Nur drückt die Wirbelsäule nach hinten raus, Arme vor. Und dann nochmal so ein bisschen an den Schultern ziehen, dass wir mal die rechte, mal die linke Schulter so ein bisschen dehnen. Und dann lass die Arme nochmal locker. Und richte dich nochmal auf. Schauen wir nochmal auf den Stand, dass die Füße wirklich hüftbreit sind. Die Knie sind immer so ein bisschen locker. Wir richten hier schon mal das Becken, ne, so in die mittlere Position auf. Den Bauch ein bisschen spannen. Dann lassen wir beide Schultern nach hinten kreisen. Schöne große Bewegung. Macht das nochmal weiter. Gucken wir, jetzt trudeln alle noch ein. Lass ich nochmal jemand hier gerade rein. Ja, sehr schön. Ne? Schöne große Bewegung machen. Machen auch mal im Wechsel rechts und links. Da kann der Rumpf auch nochmal so ein bisschen mit in Bewegung kommen. Und nochmal locker lassen die Arme. Dann greift die Hände einmal hinterm Rücken. Wir ziehen die Arme so ein bisschen weg vom Körper. Den Brustkorb hier nochmal dehnen. Schulterblätter zusammenziehen. Oh, nochmal einmal locker lassen. Jawohl, wunderbar. Dann versucht nochmal so ein bisschen zu spüren, die Beckenposition. Da können wir ja nach vorne und nach hinten das Becken kippen. Nehmt das auch nochmal ganz bewusst wahr. Versucht wirklich hier die Bewegung zu machen. Die Knie müssen schön gebeugt sein. Dann kommen wir ganz gut in die Bewegung rein. Jawohl. Und dann bring das Becken in deine mittlere Position. Spürt da einfach nochmal rein, wie viel ihr korrigieren müsst, damit der untere Rücken gerade steht, ne, dass wir hier nicht im Hohlkreuz sind. Und dann atme nochmal ganz bewusst in den Bauch ein und ausatmen. Zieh den Bauchnabel nach innen und spür, dass du darüber dann diese Position wirklich stabilisieren kannst. Jetzt wollen wir den Rücken so halten. Zieh nochmal die Schulter nach unten, der Kopf ist ganz gerade. Und dann halt hier die Spannung, dass wenn die Arme nach oben gehen, wir bleiben mal hier, dass der Rücken sich nicht aushöhlt. Und vor allem jetzt, wenn wir mit den Armen so über außen so einen richtig schönen großen Kreis machen, macht das eher langsam die Bewegung, dann achtet wirklich darauf, dass der Rücken jetzt stabil bleibt, ne? Dass der Rücken sich dann nicht in alle Richtungen mitbewegt, sondern jetzt so ein bisschen auf die Haltung konzentrieren, mal richtig schöne große Kreise machen, zieh den Bauchnabel die ganze Zeit nach innen, dass wir darüber die Spannung halten. Den Atem einfach fließen lassen. Und lass die Arme nochmal hier unten. Wir drehen die Hände jetzt einmal so, dass die Hand Innenfläche nach vorne zeigt oder der Daumen nach außen. Das zieht noch so ein bisschen mehr die Schultern zusammen. Richte nochmal hier dein Becken auf. Und dann lass die Arme mit Kraft so ein bisschen nach hinten federn. Und auch hier wieder Stabilität im Rumpf. Ne? Dass wir hier ganz stabil bleiben. Und schön mit Kraft die Arme nach hinten. Zack, zack und zack. Ach, die bewegen mit den Armen noch weiter. Auch wieder auf die Haltung konzentrieren. Und wir gehen so ein bisschen in die Knie. Der Rücken bleibt ganz gerade und wieder etwas mehr aufrichten. Ein bisschen in die Knie gehen und aufrichten. Macht das nochmal weiter. Da kommt noch jemand. Dann müssten wir auch jetzt komplett sein. Jawohl. Also Arme federn, ne? Ein bisschen in die Knie gehen. Und tief. Und hoch. Oh, nochmal etwas tief. Oh, nochmal hoch und einmal Spannung löse. Nochmal Schultern, Rücken locker lassen.
Bauen wir nochmal die Position auf, Füße wieder hüftbreit. Find wieder deine mittlere Beckenposition. Wir atmen nochmal tief ein. Ausatmen, Bauchnabel nach innen, lass deine Wirbelsäule nach oben schwingen. Dann heb die Arme, lass die Schultern locker nach unten sinken. Jetzt gehen wir auf die Fußspitzen und nochmal senken. Wenn das geht, ausatmen, immer heben. Und einatmen, senken. Jawohl, oh, nochmal hoch. Und senken. Und nochmal hoch. Und senken. Sehr schön. Und wir bleiben oben. Halt die Position hier. Wir sind auf den Fußspitzen. Senk die Arme nochmal. Schulterblätter nach hinten und ziehen. Wir lassen die Arme nochmal federn, wie wir es gerade gemacht haben. Hand, Innenfläche nach vorn. Stabilisiere den Rumpf. Wir sind auf den Fußspitzen. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen in die Knie. Und wieder hoch. Bisschen in die Knie. Und bleib wieder im Rücken ganz aufrecht. Und wie gesagt, jetzt auf den Fußspitzen. Dann ist die ganze Sache natürlich noch so ein bisschen wackeliger. Drück dich richtig schön raus. Und der Rücken ist ganz aufrecht. Ne? Wirklich bis zum Scheitel einer geraden Linie. Arme federn, Körpermitte fest, Fersen leicht angehoben. Sehr schön, jawohl. Und nochmal halten. Und nochmal einmal lösen. Einmal locker lassen. Wunderbar. Sehr schön. Wir stellen die Beine ein kleines bisschen weiter nach außen. Die Füße können dann auch so ein bisschen nach außen zeigen. Schau, dass du einen ganz stabilen, ganz geraden Stand hast. Erstmal wieder die Körpermitte ausrichten. Schultern sind tief. Kleines bisschen mal hier so nach unten federn, dass so ein bisschen hier die Hüftmuskeln vorbereiten. Auf die Haltung achten. Und dann bleibst du in der kleinen Kniebeuge. Die Arme ziehen auf Schulterhöhe zur Seite. Mach ganz lange gerade Arme. Versucht so ein bisschen die Knie nach außen zu spannen, dass jetzt gleich nicht die Knie irgendwie eindrehen. Ne? Auch das Becken bleibt stabil. Machen schöne große Bewegungen mit dem Oberkörper. Zur Mitte einatmen. Ausatmen, spann die Körpermitte und dreh den Rumpf. Mitte ein. Und drehen. Mitte ein. Macht nochmal im eigenen Rhythmus. Und achtet wirklich darauf, dass ihr die Knie nach außen drückt. Ne? Dass die Knie nicht irgendwie so nach innen dann mit weggehen. Ne? Dass wir da unten ganz stabil also sind. Bewegung vom Oberkörper, immer über die Länge. Jawohl, sehr schön. Ganz schön groß machen, ne, weit nach außen ziehen. Jede Seite noch einmal, sehr schön. Letzter Wechsel. Und bleib nochmal in der Mitte. Jetzt kippen wir den Rumpf in eine Seite. Du ziehst den oberen Arm über den Kopf nach oben raus und den unteren Arm auch wirklich so ein bisschen spannen. Körpermitte ist immer noch fest. Zur Mitte einatmen und ausatmen, ziehen wir uns in die andere Seite rüber. Immer Mitte einatmen und ausatmen in die Seite. Mitte ein und ausatmen. Macht nochmal im eigenen Rhythmus weiter. Achtet vor allen Dingen wirklich darauf, dass der Oberkörper ganz gerade bleibt. Ne? Dass du dich nicht irgendwie nach vorne lehnt. Immer wieder schön das Becken ausrichten und zieh beide Arme so richtig schön in die Länge raus. Jawohl, sehr schön. So, wir bleiben auf einer Seite, ist egal auf welcher Seite ihr gerade seid. Nochmal schön den Bauch spannen und dann ziehe hier nochmal so ein bisschen nach und versucht mit beiden Armen nochmal so richtig schön nachzuspannen. Und zack, und zack, und zack. Jawohl, noch vier, und drei, und zwei. Und nochmal aufrichten. Wechsel die Seite, ziehen. Mit beiden Armen richtig schön spannen. Und zack, und zack. Noch vier und drei und zwei und nochmal aufrichten und nochmal wechseln. Immer auf vier und drei und zwei zur Mitte und auf vier und drei und zwei und nochmal zur Mitte und dann senken die Arme. Wir stützen uns hier einmal locker so ein bisschen auf den Oberschenkeln auf, ziehen immer eine Schulter ganz locker so ein bisschen nach vorne. So, jetzt wollen wir hier in der Position bleiben und auch nochmal so ein bisschen auf die Haltung achten. Ich drehe mich nochmal einmal seitlich, dass ihr auch nochmal schauen könnt, ne, dass wir wirklich hier vom Becken bis zum Scheitel eine gerade Linie haben. Jetzt eben nur so ein bisschen nach vorne geneigt. Zieht wieder den Bauch aktiv ein, dass wir hier unten stabil sind. Und dann halt die Arme einmal angewinkelt so neben dem Kopf. Und der Rumpf, der ist ganz gerade. Und dann ziehen wir hier die Arme so ein kleines bisschen nach hinten, zwischen die Schulterblätter einmal spannen. Und achtet wirklich darauf, dass die Arme nicht hier unten irgendwo sind, sondern wirklich auf Schulterhöhe und dann nach hinten zusammenziehen. Und zack, und zack. Jawohl, sehr schön. Schön mit dem Bauchmuskeln gegenhalten, nur dass der Rücken stabil bleibt und ziehen. Auf vier
Und drei. Und zwei. Und nochmal halten, wirklich schön die Spannung hier nach hinten ziehen. Dann strecken wir einmal den rechten, einmal den linken Arm nach oben aus. Wirklich immer so ein bisschen nach hinten spannen. Bauch zieht ein. Bleibt da hier schön in den Rückenmuskeln. Jawohl. Noch vier. Und drei. Und zwei. Bisschen langsamer. Beide Arme strecken und senken. Strecken und senken. Achtet hier vor allen Dingen nochmal auf eure Schultern, dass sie nicht mit nach oben gehen. Gerne auch immer wieder Knie nach außen, Bauch nach innen. Zwei noch strecken und einmal noch strecken. Halt die Position, Schultern weg von den Ohren, Kopf ist gerade, Bauch zieht nach innen. Und dann federn wir nochmal so ein bisschen in den Knien. Und der Rücken ist immer noch nach vorne gelehnt. Ne? Je weiter ihr hier in der Position vorne seid, dann haben wir natürlich auch nochmal mehr für die Rückenmuskeln. Auf vier und drei und zwei. Und nochmal einmal abstützen. Macht den Rücken einmal ganz rund. Und nochmal strecken. Und nochmal ganz rund. Strecken. Und nochmal rund machen. Und wir rollen den Rücken einmal nach oben auf. Sehr schön. Und locker Arme und Beine aus. Wunderbar. Dann bringt die Füße enger zusammen. Also locker geschlossen. Das ist so ein bisschen ins Gleichgewicht gleich üben können. Erstmal wieder die Haltung aufbauen. Zieh den Bauch wieder aktiv nach innen, dass wir eine schöne gerade Haltung haben. Gewicht geht erstmal auf dein Lieblingsbein. Man hat immer ein Bein, wo man sich so ein bisschen besser halten kann. Mach das ruhig. Achte auf deine Haltung gerne fürs Gleichgewicht. Die Arme einmal mitnehmen und wir ziehen das eine Bein so ein bisschen hoch. Jetzt achtet wirklich mal hier auf euer Becken, dass wenn wir das Bein so ein bisschen nach außen öffnen, und wieder schließen, dass nicht das Becken mit zur Seite dreht. Ne? Das Becken bleibt in Front, Standbein so ein bisschen geborgen, wenn es geht, mit der Ausatmung öffnen, einatmen, schließen. Ausatmen, öffnen und schließen. Und versuch wirklich hier im Becken ganz stabil zu sein. Ne? Zieh dich schön nach oben. Jawohl, sehr schön. Zwei noch. Jawohl, und einmal noch. Halt nochmal das Bein vorne. Wir heben die Arme, Schultern sind tief und dann streckt das Bein nach vorne aus. Wir senken das Bein gestreckt ab und lassen das so ein bisschen nach oben federn. Ich stelle mich nochmal seitlich, schaue, dass wirklich die Haltung ganz gerade bleibt. Ne? Dass nicht irgendwie jetzt der Rücken mitschwingt, sondern wirklich hier schön nach oben ziehen mit den Armen, mit dem Scheitel und das Bein. Noch vier und drei und zwei. Und einmal lösen. Sehr schön, einmal locker lassen. Wunderbar. Ja, für die andere Seite, mach dich breit, Füße locker geschlossen. Hier wieder die mittlere Beckenposition finden. Gerne, wenn du möchtest, die Arme halten. Das andere Bein holen wir uns hier ran. Und wir öffnen und schließen. Wenn es geht, ausatmen, öffnen, einatmen, schließen. Sehr schön, mach da wieder so ein bisschen im eigenen Rhythmus. Und achte auf dein Becken, das ist ganz wichtig, ne, dass das Becken nicht mit zur Seite dreht. Achte schön auf deinen Stand, ein bisschen gebeugt, Körpermitte ist fest. Ausatmen, öffnen und schließen. Jawohl, sehr schön. Öffnen. Sehr schön. Und nochmal vorne halten, dann hebt die Arme, streckt das Bein nach vorne und dann wollen wir auch das Bein nochmal nach oben federn lassen. Achte wieder auf deine Haltung, ne, dass der Rücken nicht nach vorne schwingt. Rumpf ist ganz stabil, zieh dich nach oben in die Länge. Sehr schön, Bauch festspannen. Noch vier. Und drei, und zwei. Und nochmal einmal lösen. Ah, sehr schön, einmal locker lassen. Wunderbar. Macht euch so ein bisschen Platz. Wir wollen abrollen, dann so ein bisschen nach vorne gehen. Also geh auf deiner Matte eventuell ein bisschen weiter nach hinten. Hier auch wieder erst die Haltung aufbauen. Schön wieder den Bauch nach innen ziehen. Schultern sind entspannt. Und dann hebt die Arme, einatmen. Ausatmen, ziehst du die Körpermitte noch mehr ein. Versuch den unteren Rücken zu dehnen. Und dann machen wir so eine ganz weite, große Bewegung über vorne. Wenn das geht, bringen die Fingerspitzen zum Boden. Lass dir den Kopf mal locker, Schultern, Arme. Und wir atmen hier ein. Und dann roll den Rücken nochmal langsam auf. Und heb die Arme, einatmen. Und wieder erst die Körpermitte ganz fest einziehen. Und dann ganz weit über vorne. Vorne, unten, unten einatmen. Und aufrollen. Machen noch einmal, einatmen, Arme heben, Körpermitte spannen und vor. Und dann bleiben wir einmal hier vorne in der Position, Fingerspitzen locker am Boden, bewegt man so ein bisschen hier durch die Beine, Fersen, Knie.
Und wenn das geht, lass beide Beine gestreckt. Wir wandern mit den Händen weiter nach vorne. Und ich sage ja hier immer, das könnte von der Seite aussehen wie so ein Dreieck. Schieb dein Becken nach hinten oben raus. Ne? Der Rücken wird lang. Auch hier gerne nochmal im Wechsel so ein bisschen die Fersen wieder einsinken lassen. Ne? Ein Bein beugen, ein Bein strecken. Tief atmen. Und dann senk beide Fersen ab. Schieb nochmal dein Becken nach hinten oben raus. Federt so ein bisschen in der Brustwirbelsäule nach, ne? Dass wir da mehr und mehr Schwingung kriegen. Und dann senkt die Knie einmal langsam zur Matte ab. Wollen wir hier erstmal nochmal uns ein bisschen ausrichten. Schau, dass die Handgelenke unter den Schultern, die Knie unter den Hüften sind. Und dann können wir auch hier nochmal ganz locker so ein bisschen den Rücken in Bewegung bringen. Ne? Und lass dir Zeit, da nochmal alles so ein bisschen durchzubewegen. Machen den Rücken einmal ganz rund, drückt die Wirbelsäule nach oben raus, der Kopf rollt mit ein. Einmal die Gegenbewegung, höhle den Rücken aus, Brustbein und Kopf heben. Sehr schön. Dann kommen wir einmal in eine gerade Rückenposition. Stell dich jetzt so ein, dass die Wirbelsäule wirklich in einer geraden Linie ist. Wir ziehen den Bauch nochmal so ein bisschen ein. Stell mal hinten die Fußspitzen jetzt auf. Schau, dass deine Haltung sich nicht verändert. Schultern weg von den Ohren und wir lösen die Knie. Etwas nochmal vom Boden. Jetzt haben wir genau die richtige Position. Ganz schön gerade im Rücken sein. So, dann schiebst du immer einatmen dein Becken nach oben und ausatmen, senkst du die Knie 1 Zentimeter über dem Boden ab. Einatmen, schieben und so. Ausatmen, die Knie 1 Zentimeter über dem Boden. Versuche immer auf deine Haltung zu achten, ja, dass der Rücken immer lang bleibt. Sehr schön, wir wollen noch zweimal. Und ein letztes Mal. Und wir schieben uns nochmal nach hinten oben raus. Jetzt bleib nochmal hier in der Position, wirklich nochmal richtig schön den Rücken strecken. Wir wollen ein Bein nach hinten oben lösen, ist egal mit welchem Bein du beginnst. Zieh das Bein richtig schön hoch, Becken ist stabil. Und dann federn wir so ein bisschen mit dem Bein nach hinten oben nach. Zieh dein Bein mit Kraft nach oben. Und die Arme sind gestreckt, der Rücken ist gestreckt. Alles ist gestreckt. Und richtig schön nach oben federn. Noch 4, 3, 2 und senk das Bein. Wir wechseln direkt die Seite. Anderes Bein zieht nach hinten oben raus. Streck nochmal die Arme und den Rücken und feder mit dem Bein nach oben. Zack und zack. Rücken ist stabil, Arme sind lang. Auf 4, 3, 2 und einmal senken, dann komm einmal nach vorne auf die Knie. Löse dich einmal aus der Position und lass den Rücken für einen Moment entspannt einsinken. Der Rücken darf ganz rund werden, Arme entspannt. Ne? Die Handgelenke kann man auch mal so ein bisschen immer lockern, mal so ein bisschen anstrengend für die Handgelenke ist. Jawohl. Dann bringst du von hier deine Unterarme so ein bisschen weiter vorne auf die Matte. Schau, wenn das geht, dass deine Unterarme parallel zueinander stehen, dass so ein bisschen die Schultern mittrainieren und zieh die Schultern weg von den Ohren. Wir ziehen hier den Bauch wieder aktiv nach innen, dass der untere Rücken nicht so durchhängt. Und mach da erstmal eine gerade Linie. Dann schiebst du ein Bein nach hinten oben raus. Schau, dass das Becken parallel bleibt. Und der Oberschenkel richtig schön hoch. Bauchmuskeln fest spannen. Und dann beugst du das Bein mit der Ausatmung, die Ferse in Richtung Gesäß. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Und strecken. Sehr schön. Und zieh die Schultern weg von den Ohren. Bauch ganz aktiv einziehen, ne, dass wir da stabil bleiben. Und beugen, strecken, beugen, strecken. Jawohl, sehr schön. So, wir halten das Bein gebeugt, sodass der Unterschenkel senkrecht steht, den Fuß einmal spannen und dann wollen wir das Bein so nach oben rausschieben. Denk dir, du willst die Decke wegschieben und nochmal schön mit den Bauchmuskeln wirklich dagegen halten. Nach oben mit Kraft auf 4 und 3. Ohne Bauch nochmal spannen, 2 und einmal lösen, sehr schön. Setz dich nochmal einmal nach hinten, so ein bisschen auf die Fersen, Rücken einen Moment entspannen. Dann kommt die andere Seite. Nun schieb die Arme wieder so ein bisschen weiter nach vorne, wenn das geht, sind die Unterarme parallel. Schultern weg von den Ohren und zieh direkt wieder den Bauch aktiv nach innen, ne, dass der Rücken nicht so durchhängt. Das andere Bein schiebt nach hinten oben raus.
ne, wo ich so ein bisschen hochhalte. Und dann beugt das Bein, die Ferse wirklich Richtung Gesäß ziehen, ausatmen, einatmen, strecken. Ausatmen, beugen, strecken. Und versucht den Oberschenkel ganz hoch zu halten, ne, dass das Bein eher so ein bisschen diagonal nach hinten oben ausgerichtet ist. Jawohl, sehr schön. Wunderbar, super macht ihr das. Und schön die Bauchmuskeln aktiviert halten. Die müssen ja hier unsere Haltung stabilisieren. Jawohl, zwei noch. Und einmal noch. Dann beugt das Bein, sodass der Unterschenkel senkrecht steht, den Fuß einmal spannen und dann schiebt das Bein nach oben Richtung Decke. Und jetzt wirklich nochmal mit den Bauchmuskeln richtig fest dagegen halten. Da müssen wir ja den Rücken stabilisieren. Sehr schön, jawohl, wunderbar. Noch vier und drei und zwei und nochmal halten. Und dann senk das Bein und lass dich einmal nach hinten auf die Unterschenkel nochmal einmal runtersinken, so die Muskeln entspannen. Sehr schön, wunderbar. Dann richte den Rücken einmal auf, locker die Arme so ein bisschen. Wenn wir die Übung im Sitzen machen, dann ist es ja manchmal eine Erleichterung, wenn ihr, sei es nur so ein kleines Handtuch oder so habt, wo euch drauf setzt, das ist schon manchmal dann so ein bisschen leichter, den Rücken aufrecht zu halten. Also macht das ruhig. Ja, und von der Beinposition, ne, das wisst ihr ja so, wie es dann für euch wirklich gut geht. Ne? Es muss kein Schneidersitz sein. Da kommen wir erstmal hier in eine gerade Position. Du kannst hier nochmal probieren, so ein bisschen das Becken nach vorne und nach hinten erstmal so in Bewegung zu bringen, dass wir nochmal spüren, nur, dass wir hier Bewegungsmöglichkeit haben, ne? Dass das Sitzen nicht einfach nur steif in einer Position ist, sondern auch hier können wir ganz schön viel machen. Dann richte das Becken auf, sodass die Wirbelsäule ganz automatisch nach oben strebt. Lass mal die Schultern so ein bisschen locker, ne? Und der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Dann atme hier nochmal tief ein. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nochmal nach innen, spür, wie deine Wirbelsäule sich aufrichtet, dass wir das Ganze noch so ein bisschen fester machen. Wir nehmen die Hände an den Hinterkopf, die Ellbogen drücken nach hinten. Achtet jetzt auf zwei Sachen, ganz wichtig, nicht, dass die Schultern hochziehen, dass wir die locker lassen und dass der Kopf nicht dann auf einmal so nach vorne rausschiebt. Ne? Denke wirklich, du drückst vielleicht den Hinterkopf so ein bisschen sogar in deine Hände rein, dass wir da in der Länge bleiben. Und dann gehst du hier nochmal in die Drehung, in die Rotation, wirklich mit Kraft. Einatmen, Mitte. Ausatmen, in die Rotation. Mit ein und drehen. Sehr schön. Und wie gesagt, achtet wirklich hier jetzt auf den Bereich Schultern, Nacken, dass der Kopf nicht nach vorne rausdrückt. Drückt wirklich immer so ein bisschen mit dem Hinterkopf in die Hände rein. Und dann hast du eigentlich schon eine ganz gute Kontrolle darüber, dass der Nacken in seiner geraden Position bleibt. Jawohl, sehr schön. Und einmal noch wechseln. Und nochmal zur Mitte. Auch nochmal den Hinterkopf in die Hände reindrücken. Schultern entspannt und spann den Bauch. Wir atmen hier ein. Und jetzt lässt du ausatmen, den Rumpf so ein bisschen in die Seite gehen. Und auch hier schau, dass du nicht runter bei dir bist. Es geht jetzt nicht darum, wie weit komme ich mit dem Ellbogen zum Boden, sondern wirklich über die gerade Position von Seite zu Seite. Drück den Hinterkopf in die Hände rein. Ne, um da in der Länge, in der geraden Position zu bleiben. Schultern sind entspannt unten. Und aufrecht bleiben, nicht rund werden, ne, wenn du in die Seite gehst. Versucht euch da nochmal so ein bisschen mehr zu strecken. Jawohl. Sehr schön. Oh, nochmal zur Mitte. Wir strecken die Arme einmal hoch, entspannen die Schultern, den Nacken. Wir atmen hier ein. Und ausatmen, ziehst du die Arme fast so ein bisschen nach hinten. Denke, du willst deine Ellbogen so ein bisschen hinter dem Rücken zusammenziehen, dass der Brustkorb schön weit wird. Streck die Arme hoch, einatmen und mit Kraft ziehen. Locker hoch und ziehen. Locker hoch und ziehen. Jawohl, sehr schön. Also immer mit Kraft nach unten die Arme richtig schön ranziehen. Schau, dass dein Rücken die ganze Zeit gerade bleibt, dass wir auch hier also nicht einsinken, den Rücken nicht rund machen. Zweimal noch mit Kraft wirklich hier ziehen, als ob wir so ein Gerät von oben nach unten ziehen. Und einmal noch ziehen. Jetzt haltet ihr die Oberarme hier so locker am Oberkörper. Als ob du hier sowas einklemmst zwischen Oberarm und Brustkorb. Die Unterarme sind parallel, Schultern entspannt, Kopf nochmal gerade. Und dann ziehen wir hier den Unterarm so ein bisschen nach hinten. Rotation für die Schulter, ganz wichtig. Und schau, dass eben nicht der Arm sich löst, sondern
klemm da gedanklich wirklich was rein zwischen Oberarm und Brustkorb und dann ziehen wir hier schön nach hinten. So eine kleine Bewegung, die ist aber ganz toll für die Schultern. Und wenn du deinen Nacken aufrecht hältst, dann haben wir da auch schön was für die Haltungsarbeit. Machen wir noch 4 und 3 und 2 und nochmal halten hier in der Streckung. Und dann löse dich einmal aus der Position, den Rücken einmal so ein bisschen locker lassen, löse auch die Beine einmal aus der Position, lockert sie so ein bisschen nach vorne. So, wir ändern auch unsere Position so ein kleines bisschen. Schau mal, dass du dich so hinsetzt, dass die Beine so locker angewinkelt vor dir stehen. Wir machen uns nach hinten auch schon mal ein kleines bisschen Platz. Haltet euch locker an den Knien fest. Wir hängen uns hier erstmal so ein bisschen nach hinten rein. Lass den Rücken ganz rund werden. Beweg hier nochmal so ein bisschen Becken und Schultern. Ganz in Ruhe. Und versucht vor allen Dingen natürlich hier das Becken nochmal so richtig schön mitzunehmen, nach hinten zu rollen. Und dann zieh dich hier ruhig mit den Armen nochmal so ein bisschen nach vorne in die gerade Position. Versuch hier Becken und Brustkorb weit nach vorne rauszudrücken. Und noch einmal halb rund, so nach hinten abrollen, kipp das Becken. Und nochmal nach oben strecken. Jawohl, wechsel das nochmal. Ne? Einmal so ein bisschen nach hinten reinrollen, der Rücken darf rund werden. Und nach oben strecken. Jawohl, einmal noch. Dann rollen wir hier nochmal halb nach hinten in die Position ab. Versucht nochmal das Becken so weit wie es geht nach hinten zu kippen. Zieh den Bauch nochmal ganz aktiv nach innen. Dann können wir die Arme lösen. Und wir sind, wie gesagt, in einer Rücklage. Und der Rücken hat so diese halbe Ziehposition. Hier solltet ihr wirklich schon spüren, wie die Bauchmuskeln arbeiten. Lasst nochmal die Schultern unten. Und der Kopf hat eher eine gerade Position. Das ist wichtig, dass der jetzt nicht irgendwo da vorne ist, sondern macht den Nacken lang. Und dann ziehen wir immer einen Arm nach oben. Nur so neben dem Kopf einmal hoch und ohne, dass sich die Haltung verändert. Die Haltung bleibt genauso, wie sie ist. Nur wir haben hier unsere schöne C-Position, so leicht nach hinten gelehnt sitzen, die Bauchmuskeln ganz aktiv nach innen ziehen. Sehr schön, jawohl, wunderbar. Halt die Arme nochmal vorne. Position bleibt, jetzt ziehen wir einen Arm. Ich sage mal so ein bisschen Flitzebogen, ziehe den Ellbogen nach hinten, der Blick folgt, vorne einatmen und wechseln. Mach dann nochmal im eigenen Rhythmus. Jawohl, sehr schön. Immer schön über die Seite ziehen. Und auch hier bleibt der Rumpf immer noch nach hinten gelehnt. Da sollte richtig schön hier vorne in den Rumpfmuskeln was ankommen. Jede Seite noch einmal. Und noch nach vorne halten. Und dann komm noch mal hoch und streck den Rücken. Streck die Arme, mach den Brustkorb noch mal weit. Und dann rollen wir uns weiter nach hinten ab. Gegebenenfalls kannst du dich auch so ein bisschen an den Oberschenkeln halten, dass der Rücken wirklich langsam runterkommt. Und dann sortiert euch hier nochmal so ein bisschen. Schau, dass du Platz hast. Gegebenenfalls den Kopf ganz leicht nochmal mit dem kleinen Handtuch unterlagern. Wenn das für dich angenehmer ist, mach das ruhig. So, die Beine stehen locker angewinkelt auf. Lass deine Arme erstmal hier unten entspannt neben dem Körper, Kopf nicht gerade. Dann wollen wir hier nochmal schön das Becken so ein bisschen nach hinten und nach vorne rollen lassen. Also die Lendenwirbelsäule. Nur einmal runden in den Boden reindrücken und so ein bisschen auslösen. Jawohl, sehr schön. Und dann halt die Position, wenn du den Bauch also einziehst, dass der untere Rücken Kontakt zur Unterlage hat. Wir heben einmal den Kopf und die Arme an, dann können wir so ein bisschen nach vorne schauen und ein Bein streckst du einmal nach vorne aus. Schau wirklich, dass dein unterer Rücken, dass der ganz, ganz fest auf dem Boden ist. Sehr schön, jawohl. Und jetzt wollen wir hier erstmal mit den Armen so ein bisschen federn, nach unten mit Kraft. Das Kind zieht so ein bisschen rein, Atem fließen lassen. Jawohl, sehr schön. Ich mache das noch 4, noch 3, noch 2. Und dann hebt das Arm, die Arme und das Bein einmal nach oben. Wir halten hier die Position, tief durchatmen. Und das Bein bleibt oben und du hebst nochmal Kopf und Rumpf und Arme und wieder mit den Armen. Zack, zack und zack und zack. Kopf wieder schön halten, kraftvolle Bewegung und drückt den unteren Rücken richtig schön auf die Unterlage. Mach das noch 4 und 3 und 2 und einmal lösen. Einmal locker lassen, tief durchatmen. Dann starten wir ganz in Ruhe mit der anderen Seite. Du atmest nochmal ein. Ausatmen, zieh den Bauch ein, drück den unteren Rücken in die Unterlage.
Und wir heben den Kopf und die Arme und das andere Bein streckt sich nach vorne aus. Richtig schön lang das Bein machen, drückt den unteren Rücken ganz fest rein und wir federn mit den Armen. Zack, zack und zack. Tief atmen. Und der Rumpf ist stabil, schiebt die Schulter nach vorne, gehen so ein bisschen rein. Noch 4 und 3 und 2. Und wir strecken uns hier einmal nach oben, leg den Kopf einmal kurz mit ab. Alles richtig schön lang nach oben ziehen, vor allen Dingen natürlich gerne jetzt hier das Bein richtig strecken. Nochmal einatmen, ausatmen, heb nochmal den Kopf und die Arme. Das Bein bleibt da oben stehen und die Arme hier mit Kraft. Zack und zack und zack. Und wirklich den Rumpf stabil halten, drückt den unteren Rücken immer auf die Unterlage. 4 und 3 und 2. Und einmal Pause machen. Tief durchatmen. Lass den Atem fließen. Haben wir noch eine Steigerung von der Übung. Ein bisschen Platz hier gerade machen. So, also nehmen nochmal dasselbe Muster wie gerade wieder auf. Tief einatmen. Ausatmen. Drück wieder den unteren Rücken auf die Unterlage. Wir heben Kopf, Schultern und Arme. Wir halten beide Beine angewinkelt. So, die Arme, die federn nochmal, so wie wir das gerade schon gemacht haben. So, und dann geht immer ein Bein gestreckt nach vorne. Und wieder ran. Anderes Bein nach vorne. Und wieder ran. Jawohl, im Wechsel. Ein Bein vor. Also die Beine machen eher so ein bisschen langsam Rhythmus. Und die Arme, die gehen ein wenig schneller hier. Und zack. Jawohl, und zack. Tief atmen. Einmal noch vor. So, und wir strecken Arme und Beine nach oben aus. Leg den Kopf einmal ab. Alles nach oben strecken. Richte dich wirklich in die Streckung aus. Nochmal einatmen. Und wir heben nochmal Kopf und die Arme sinken nach unten. Arme federn. Zack, zack und zack. So, und ein gestrecktes Bein geht nach unten. Und jetzt wollen wir die Beine immer langsam wechseln. Also ein Bein geht gleichzeitig hoch, wenn das andere tief geht. So, und die Arme machen kraftvoll und schnelle Bewegung. Und die Beine, die gehen so ein bisschen langsamer. Ne? Dann haben wir auch Koordination dabei. Noch 4, noch 3, noch 2. Und einmal auflösen. Ah, sehr schön. Einmal locker lassen. Ah, wunderbar. Ich merke noch so ein bisschen das Bauchworkout von gestern, was wir gestern Abend noch gemacht haben. Ja, das ist auch noch zu spüren. Jawohl. So, wir bleiben in der Rückenlage, so wie du bist. Die Beine locker angewinkelt, hüftbreit, vielleicht so ein kleines bisschen näher die Füße zu dir stellen, dass wir gleich gut ins Becken aufrollen gehen können. Kopf liegt wieder gerade, Arme entspannt, schiebt die Schultern weg von den Ohren. Wir atmen vorbereitend ein. Ausatmen, rollen nochmal den unteren Rücken in die Unterlage und dann rollen Becken und Wirbelsäule nach oben auf. Wenn das geht, schieb dich so weit hoch, dass wir wirklich nur noch so auf den Schultern liegen und hier vorne ganz aktiv die Rückenbögen reinziehen und die Bauchmuskeln bleiben gespannt. Wirbel für Wirbel nochmal abrollen. Einmal locker lassen, einatmen. Ausatmen, Bauchnabel nach innen und die Wirbelsäule schön nach oben aufrollen. Streck den Rücken, Bauchmuskeln bleiben gespannt und Wirbel für Wirbel abrollen. Mach das nochmal im eigenen Rhythmus, mach das nochmal ein paar Mal. Kann ich einmal schauen, ob alle dabei sind. Jawohl, wunderbar, sehr schön. Sehr gut macht ihr das, jawohl. Ganz genau. Ja, wenn du das nächste Mal oben bist mit dem Becken, dann bleib einmal oben in der Position. Mal schön die Bauchmuskeln aktivieren, denn die brauchen wir, aber auch die Arme können dir erstmal helfen. Die stützen ja auch mit auf den Boden ab. Wollen wir ein Bein nach oben strecken, richtig schön nach oben ziehen, senken, einatmen, ausatmen, wechseln. Machen wir erstmal so ein paar Mal hier im Wechsel. Ne? Mal ein Bein nach oben und achte natürlich auf deine Beckenhaltung. Becken und Rücken ist jetzt wichtig. Das Becken bleibt richtig schön oben, dass wir da nicht absinken. Vor allen Dingen eben auf einer Seite nicht absinken. So schön gestreckt und oben bleibst in der Leiste. Jede Seite noch einmal. Letzter Wechsel. Und dann nochmal die Füße aufstellen und den Rücken einmal abrollen. Sehr schön. Einmal locker lassen. Locker die Beine richtig schön aus. Die brauchen wir gleich noch in der zweiten Runde. So, nochmal ausrichten. Füße locker hüftbreit. Arme erstmal noch gestreckt wieder unten. Nochmal einatmen. Ausatmen, spannen Bauch und roll die Wirbelsäule nach oben auf.
Das schön Leiste gestreckt, Bauchspann. Jetzt wollen wir erstmal die Arme einmal nach oben bringen, dass wir gleich eben nicht mehr mit den Armen abdrücken können. Ne? Die sind jetzt schön oben. Aktiviere die Rumpfmuskeln. Ein Bein geht gestreckt nach oben, ist egal welches Bein. So, und dann rollst du hier den Rücken nochmal ab. Einatmen und ausatmen, schiebst du hier wirklich nochmal mit Kraft hoch. Einatmen, den Rücken sanft und geschmeidig abrollen. Ausatmen, nach oben wirklich rausschieben. Und da muss jetzt wirklich der Rumpf und das eine Bein ganz schön arbeiten, dich da nach oben rauszuschieben. Machen wir noch zwei mit der Seite. Und einmal noch nach oben rausschieben. Nochmal halten. Auch richtig schön nach oben. Alles spannen. Stell den Fuß auf, schieb das Becken nochmal nach und das andere Bein geht nach oben. Schön gestreckt. Dann lass den Rücken absinken, einatmen und ausatmen, wieder Becken und Rumpf aktiv hochschieben. Einatmen, wenn das geht, senken. Ausatmen, nach oben schieben. Mach nochmal, jetzt nochmal einmal schauen. Und versuch das Bein senkrecht zur Decke zu halten, dass das nicht so nach vorne geht. Auch die Arme senkrecht zur Decke. Achte da nochmal so ein bisschen auf die Position. Jawohl. Sehr schön, wunderbar. Und einmal noch hochschieben und stell den Fuß erstmal nochmal auf. Dann roll den Rücken ab, löse die Arme. Und streck die Beine einmal nach vorne aus. Lass nur die Beine mal so in der Streckung so ein bisschen locker. Gerne auch die Arme einmal mit nach oben ziehen. Mal so richtig schön recken und strecken, ne? Den Rumpf in die Länge rausziehen. Und nochmal einmal locker lassen. Und hol die Beine nochmal zu dir, zum Körper an. Beine angewinkelt. Wir greifen mit den Händen so locker vorne an den Knien oder in den Kniekehlen. Probiert es mal einmal aus, wie es für euch geht. Den Kopf halten und ganz wichtig, Kinn wirklich so ein bisschen reinziehen jetzt. Wir wollen die Wirbelsäule schaukeln. Und dann achte darauf, dass der Kopf nicht nach hinten schwingt. Ne? Dass wir nicht den Kopf, den Nacken locker lassen. Und mal ganz sanft hier ins Schaukeln kommen. Jawohl, sehr schön. Und wenn wir uns hier dann einmal so zum Sitzen aufschaukeln, sage ich jetzt mal so, dann schau, dass du die Füße hältst, also dass wir die Füße gar nicht auf den Boden stellen, sondern dass wir hier die Bewegung auch wirklich so ein bisschen abstoppen. So, dann kippst du dein Becken aktiv nach hinten, zieh den Bauch ein, zieh das Kinn etwas ein und dadurch rollst du nach hinten und dann stopp die Bewegung hier wieder ab, dass du dich hier dann direkt wieder halten kannst. Also Bauch einziehen, Kinn etwas einziehen, dadurch kommt die Bewegung und dann stopp die Bewegung hier nach oben einmal ab. Sehr schön, mach das nochmal. Und versuch das wirklich eben mit möglichst wenig Schwung zu machen. Also du brauchst dich nicht irgendwie nach hinten schwingen. Nur über das Becken kippen, über den Bauch spannen. Ganz automatisch kommt die Bewegung zustande. Und wenn der Rücken schön rund werden kann, wenn er beweglich ist, dann fühlt sich das ganz geschmeidig und gut an. Und dann kommen wir hoch zum Sitzen, stell die Füße einmal auf. So, wir drehen uns einmal auf die Seite. Ja, wir könnten gegebenenfalls hier den Kopf mit dem Handtuch so ein bisschen unterlagern. Du kannst natürlich auch den Arm nehmen, den unteren, dass der Kopf so ein bisschen aber abgestützt ist. Ne? Schaut einmal, wie es für euch bequem geht. Wir wollen die Beine angewinkelt vor uns einmal so ausrichten, dass wir so ungefähr einen rechten Winkel hier in Knie und Hüfte haben. Wie gesagt, der Nacken kann erstmal entspannen. Der Oberkörper liegt hier in einer geraden Linie. Wir atmen hier nochmal tief ein. Ausatmen, ziehst du den Bauchnabel hier nochmal nach innen. Und darüber solltet ihr zwei Sachen spüren. Einmal, dass der Unterrücken sich noch so ein bisschen mehr aufrichtet. Und vielleicht spürst du, dass hier die Taille, hier unten, dass da wirklich eine Lücke entsteht. Nur weil die Wirbelsäule zieht sich in ihre gerade Linie. Wenn du den Bauch richtig fest einziehst, spür mal, ob hier unten in der Taille was passiert. Und nochmal lösen. Vielleicht spürst du es dann, dass der Rücken so zur Seite runtersinkt. Einatmen. Ausatmen, spannen, spür, wie sich deine Wirbelsäule ausrichtet. Einatmen, löse, der Rumpf legt sich wieder seitlich ab. Ausatmen, spannen. Mal einatmen, lösen. Ausatmen, spannen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, ne, dass hier diese schöne große Lücke entsteht. Noch einmal einatmen, lösen. Ausatmen, spannen. Jetzt wollen wir natürlich diese Position dann bei dem Üben halten, ne, dass hier so eine schöne Lücke in der Taille ist. Das obere Bein, das strecken wir einmal aus. Ich gucke einmal, ob ich da genug Platz habe. Die Taillenlücke bleibt und auch den oberen Arm streckst du aus. Dass also jetzt wirklich dein ganzer Körper in einer geraden Linie ist. Schau nochmal hier, dass die Oberbeckenhälfte so ein bisschen nach vorn zeigt. Bauchnabel zieht nach hinten. Jetzt bringen wir hier Hand und Knie vor dem Körper zusammen. Einmal so ein bisschen dagegen drücken. Jawohl. Einatmen, strecken.
Ausatmen, hier Hand und Knie zusammenbringen. Einatmen, strecken. Mach das nochmal einmal. Genau, ich lasse mal einmal ganz kurz die Katze raus. Die will unbedingt raus. Ich schaue hier schon die ganze Zeit. Die ganze Zeit schart sie an der Terrassentür, weil sie unbedingt raus will. So, jetzt ist sie einmal draußen. Wunderbar. So, oh, nochmal in die Länge rausstrecken und spannen. Einmal noch in die Länge rausstrecken und spannen. Jetzt bleibst du hier vorne in der Position. Also wirklich Hand und Knie hier zusammenbringen. Drück da so ein bisschen dagegen. Und jetzt wollen wir einmal den Unterschenkel mehr nach vorne ausstrecken und wieder beugen. Und du drückst gleichzeitig gegen deinen Oberschenkel. Einmal vor und ran. Oh, nochmal vor und ran. Und vor und ran. Und nochmal einmal nach vorne. Wir halten, wir halten, wir halten. Und einmal lösen. Einmal locker lassen. Lass das Bein hier einen Moment entspannt. Ein bisschen hier die seitlichen Muskeln entspannen. Dann richte dich einmal über die Seite auf und wir wechseln die Seite. Ich mache nochmal die Terrassentür wieder zu, das wird nicht so kalt. Katze ist draußen. So, dann geht es also einmal auf die andere Seite. Ne? Schön einmal gerade ausrichten. Die Beine sind nach vorne angewinkelt, so ungefähr einen rechten Winkel haben. Du kannst den Kopf entweder auf deinem Handtuch oder auf dem unteren Arm einmal abstützen. Nehmen wir uns auch hier nochmal Zeit für die Vorbereitung hier der Körpermitte. Du atmest nochmal bewusst ein. Und ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen und spür, wie deine ganze Wirbelsäule sich streckt. Und da sollte wirklich hier eine Lücke in der Taille entstehen. Spür da nochmal nach. Einatmen, lösen, dann spürst du vielleicht, wie hier dann alles so ein bisschen nach unten sinkt. Ausatmen, spannen. Und spür, wie wirklich ja, durch das Einziehen der Körpermitte sich die ganze Haltung verändert. Mal lösen, einatmen, ausatmen, spannen. Lösen, einatmen. Ausatmen, spannen. Die Wirbelsäule zieht sich immer wieder mit der Bauchspannung ganz automatisch in ihre gerade Position. Einmal noch. Ausatmen, spannen. Und wir halten jetzt wieder hier die Position. Die Taillenlücke soll bleiben. Das obere Bein streckst du einmal aus, schön in Verlängerung deines Körpers. Becken ist gerade. Auch den oberen Arm nehmen wir auch mit in die Länge raus. Die Bauchmuskeln bleiben gespannt. Einatmen. Ausatmen, Hand und Knie vor dem Körper und drück da wirklich einmal kraftvoll dagegen. Einatmen, strecken. Ausatmen, dagegen drücken. Einatmen, strecken. Jawohl, mach nochmal weiter, dass ich nochmal einmal schaue. Sehr schön, jawohl, wunderbar. Sehr gut macht ihr das. Ne? Und die Taillenlücke. Ne? Achtet da wirklich nochmal drauf, dass die Taille also nie ganz unterdrückt, sondern wie wir es vorbereitet haben, ne? Dass du die Taille immer etwas eingezogen hältst. Sehr schön. Und nochmal einmal nach vorne zusammendrücken. Und drück wirklich gegen deinen Oberschenkel. Denk dir, du willst das Bein wegdrücken. Bauch zieht immer noch nach innen. Den Unterschenkel nach vorne strecken und beugen. Nach vorne strecken und beugen. Und nochmal strecken, beugen. Und nochmal einmal strecken. Und wir halten, drück nochmal gegen das Bein. Alle Muskeln spannen. Und einmal lösen. Sehr schön. Einmal locker lassen, ne? Das obere Bein. So ein bisschen jetzt auch die Körpermitte entspannt, hier die Muskeln so ein bisschen lösen. Sehr schön. Dann wollen wir von hier einmal in die Bauchlage. Lass dich einfach mal einmal so nach vorne einmal locker sinken. Du kannst erstmal für die erste vorbereitende Übung gerne den Kopf so ein bisschen abstützen mit den Händen, mit den Armen, wenn du möchtest. Oder den Kopf einfach auf die Seite legen. Die Arme könnten auch nach unten. Dann nimm dir halt einen Moment Zeit, so ein bisschen das Becken einmal locker hin und her schuppeln. So, dann einfach nochmal locker und entspannt liegen. Auch hier nimm dir wieder Zeit für die vorbereitende Übung. Ganz wichtig, wir atmen in den Bauch ein. Ausatmen, ziehst du den Bauchnabel nach innen. Versuchst deinen unteren Rücken aufzurichten, so ein bisschen gerader zu machen. Und stellt euch wirklich vor, ihr wollt den Bauch ein bisschen weg von der Unterlage ziehen. Einatmen, lösen. Spür, wie der Bauch wieder einsinkt zur Unterlage. Und ausatmen, Bauchnabel nach innen ziehen und der untere Rücken strecken. Immer einatmen, etwas locker lassen, die Spannung. Der Bauch breitet sich auf der Matte aus und ausatmen, zieh den Bauch nach innen. Mach das noch ein paar Mal im eigenen Rhythmus. Dann mit der Ausatmung Körpermitte festmachen, lösen, spannen, lösen. Und einmal noch mit der Ausatmung spannen und dann halt die Position. Nochmal die Körpermitte so richtig schön einziehen.
Bleib in der Position. Jetzt wollen wir die Arme einmal rechts und links angewinkelt neben dem Oberkörper ausrichten. Der Kopf ist leicht angehoben und gerade. Achtet darauf, dass ihr das Kinn immer so ein bisschen einzieht, nur dass der Nacken auf jeden Fall gestreckt ist. Bauchmuskel nochmal nachspannen, dann löst du die Arme. Wenn das geht, zeigen die Daumen einmal nach oben zur Decke und schaut immer, dass die Arme nicht so hier hinten sind, sondern wirklich neben den Schultern. Kopf gerade, Bauch spannen und dann zieh die Arme nach oben Richtung Decke und schau, dass nicht der Oberkörper mitgeht, sondern mach das wirklich aus den Schultermuskeln, der Rumpf bleibt stabil. Schultern immer schön weg von den Ohren, wir ziehen auf 4, 3, 2, Ohr nochmal einmal halten. Jetzt streckt die Arme einmal nach hinten. Achtet nochmal darauf, dass die Schultern wirklich nach hinten unten gehen. Die Handinnenfläche, die ist jetzt so ein bisschen seitlich an den Oberschenkeln. Kopf wieder gerade, einatmen, ausatmen, spann den Bauch nochmal fester. Und jetzt heben wir ganz aktiv den Rumpf etwas an, aber wirklich über die Länge. Einatmen, senken, ausatmen, heben. Einatmen, senken. Und achte darauf, dass du nicht einfach nur den Kopf in den Nacken ziehst. Nur der Kopf, der geht natürlich mit hier nach oben, aber die Bewegung, die ist letzten Endes vom Rumpf. Nur der Kopf ist auch hier in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Genau, sehr schön. Mach nochmal, dass ich einmal schaue. Sehr schön, jawohl, wunderbar. Wirklich über die Länge, lass den Nacken schön lang. Ihr macht das super. Wunderbar, ich klicke mich hier nochmal einmal durch eure Bildchen, den ich sehe. Also Kopf nicht in den Nacken, achte ein bisschen auf den Kopf. Der ein oder andere, bei dem einen oder anderen sehe ich noch, dass ihr den Kopf in den Nacken nehmt. Nicht den Kopf in den Nacken, lass den Nacken lang. Das ja wohl besser, wunderbar, sehr schön. Und einmal noch hoch, so hoch wie du kannst. Und wir halten, Kinn zieht rein, lange Wirbelsäule. Letzte Runde hier, jetzt schieben wir immer einen Arm. Seitlich Arm, Oberschenkel, so ein bisschen runter. Denke, du möchtest da Richtung Knie, Außenseite. Das Becken bleibt stabil, lass den Atem fließen, schön von Seite zu Seite. Jawohl, jede Seite noch einmal. Und nochmal in der Mitte ankommen und einmal lösen. Ah, sehr schön. Einmal locker lassen. Lass dein Becken so ein bisschen hin und her schaukeln, nach rechts, nach links, dass wir da einmal den Rücken entspannen. So, da haben wir jetzt noch eine Runde mit den Beinen und dann sind wir gleich auch schon wieder durch. Das geht immer so schnell. Auch wenn wir mit den Beinen jetzt gleich arbeiten, schau einmal, dass du deine Arme trotzdem so angewinkelt rechts und links neben dir ablegst, neben dem Kopf so ungefähr. Dann haben wir eine schöne gerade Position. Und der Kopf ist wieder leicht angehoben. Auch hier wieder schauen, das Kinn zieht rein. Und dann atme vorbereitend ein. Ausatmen, erst nochmal die Körpermitte spannen, mach den Bauch ganz, ganz fest und du hebst beide Beine ganz lang gestreckt aus der Körpermitte wirklich an und streck die Füße, streck die Knie, es ist nicht wichtig, wie hoch ihr kommt. Und dann drückst du die Beine zusammen und dabei müssen wir natürlich noch mehr die Körpermitte spannen, mach den Bauch fest. Du öffnest die Beine, einatmen, ausatmen, schließen. Wir öffnen und schließen. Und zieh die Schultern weg von den Ohren, auch wenn jetzt die Arme gerade nichts zu tun haben, dass wir immer wieder so ein bisschen den Körper darauf einstellen, nur die richtige Position hier zu halten. Nur Kinn zieht rein, Blick ist nach unten zur Matte gerichtet. Ganz aktiv die Bauchmuskeln spannen, zwei noch zusammendrücken. Und einmal noch zusammendrücken, halt die Spannung. Wir öffnen hüftbreit die Beine, nochmal Füße, Knie, alles strecken und dann lass die Beine hier in die Bewegung vom Swimming gehen, ganz kraftvolle Bewegung. Und das sind nicht die Knie, die schlockern, sondern wirklich aus der Hüfte. Also mach den Bauch wirklich so fest, ne, dass wir da ganz stabil im Becken liegen und dann aus der Hüfte die Bewegung machen können. Und wir heben noch einmal die Arme an, die sind ja angewinkelt, Kopf ist gerade. Lass die Beine weitergehen, mach das noch 4, noch 3, noch 2. Und nochmal einmal halten, spann den Körper und einmal lösen. Ah, sehr schön, einmal locker lassen. Schaukel nochmal den Becken so ein bisschen hin und her. Und dann schwitzt deine Unterarme einmal auf, dass wir den Rücken hier einmal aus der runden Position nochmal bringen. Hol die Beine ran und lass dich nach hinten. Dann einmal so schön auf die Fersen sinken, dass wir jetzt den Rücken nochmal ganz rund machen. Vielleicht hier den Kopf so ein bisschen auf die Hände. Den Nacken entspannt, tief atmen.
Und dann richte den Rücken einmal zum Vierfüßlerstand auf. Jawohl, sehr schön. Dann sind wir schon beim Dehnen. Ne? Hier nochmal so ausrichten, Knie unter den Hüften, Handgelenke unter die Schultern bringen, machen den Rücken einmal ganz rund, drückt die Wirbelsäule nach oben raus. Einmal die Gegenbewegung strecken. Und jetzt einmal in der runden Position bleiben. Und dann schiebst du in der runden Position deinen Rumpf mal so ein bisschen zur rechten Seite, mal so ein bisschen zur linken Seite raus. Ne? So ganz rund bleiben und dann dehnen wir seitlich. Und dann komm nochmal zur Mitte. Dann schieb dich hier nochmal so weit, wie dir das möglich ist, nach hinten auf die Fersen. Die Arme, die machen wir noch ein bisschen länger. Seitlich den Rumpf dehnen und wenn das geht, leg die Stirn zur Matte. Und dann richte dich hier nochmal in den Vierfüßlerstand auf, Hände nochmal ein bisschen ranholen. Ich schiebe jetzt erstmal den linken Arm zur rechten Seite durch, weil ich dann so ein bisschen zu euch praktisch schaue. Nun schau mal, dass du hier ganz weit den linken Arm zur rechten Seite durchschiebst, dass du so auf der linken Schulter liegst und den Kopf könnte seitlich ablegen. Wird der Rumpf schön seitlich gedehnt. Und wenn das geht, dann streck deinen rechten Arm nach oben aus, senkrecht zur Decke und der Blick folgt der rechten Hand. Ganz schöne Dehnung für die Wirbelsäule. Lass den Atem fließen. Und dann stützt die rechte Hand hier nochmal auf, drückt dich mit der rechten Hand hoch. Gehen wir auf die andere Seite, du schiebst den rechten Arm ganz weit zur linken Seite durch, dass du hier auf der rechten Schulter liegst, den Kopf seitlich. Und wenn das geht, streck deinen linken Arm nach oben und der Blick folgt der linken Hand. Tief weiter. Ganz schöne Dehnung für die Wirbelsäule. Und dann stützt die linke Hand wieder auf, drück dich einmal hoch und dann löst dich aus der Position. Sehr schön, locker Arme und Beine einmal aus, streck die Beine einfach locker vor dir aus. Jawohl, wunderbar. Ich glaube, ich setze mich nochmal seitlich, dann könnt ihr sehen, wo wir hinwollen. Die Beine ganz locker vor dir angewinkelt, du stützt dich mit den Händen einmal so richtig nach hinten auf, lass den Rücken locker nach hinten sinken. Jetzt schlägst du einmal dein rechtes Bein über das linke, sodass wir hier so ein bisschen nur den Knöchel über das Knie legen. Versuch das rechte Knie schön außen zu halten, wenn das geht. Und dann können wir erstmal mit den Händen nochmal so ein bisschen näher ans Becken ranwandern. Oder du kannst auch versuchen, deine Beine näher zu dir zu holen, ne? Sodass wir hier die ganze Sache ein bisschen enger machen. Und dann streckt den Rücken. Versucht euch jetzt wirklich mit den Armen so rauszudrücken. Das Becken vor allen Dingen unten nach vorne. Und dann solltet ihr schön hier auf der Seite dann die Dehnung spüren. Schultern sind unten, mach den Rücken ganz lang. Tief durchatmen. Sehr schön, jawohl, wunderbar. Und wir lösen die Seite einmal auf, lehn dich nochmal so ein bisschen nach hinten locker. Dann das linke Bein überschlagen, ne, so mit dem Knöchel so ein bisschen auf den Fuß. Dann hol das Bein eventuell näher ran oder wander mit den Händen näher ran und dann schieb Becken und Rumpf ganz aktiv nach vorne. Versucht wirklich hier den Rücken zu strecken. Mach dich groß. Tief weiteratmen. Nur immer nochmal das Becken wirklich so ein bisschen nach vorne schieben, dann müsste die Dehnung auch gut ankommen. Sehr schön. Und langsam lösen aus der Position, locker die Beine auf. Machen einen kleinen Ausfallschritt, also wirklich hier eher so eine kleine Position und man könnte fast sagen wie so eine Startposition, dass wir von hier nämlich dann gleich gut hochkommen. Also ein Fuß ist aufgestützt, stützt sich hier schon mal so auf dem Knie auf, die andere Hand kann noch am Boden sein. Dann bring das andere Bein dazu, die Füße stehen hüftbreit, direkt mal so die Hände an den Knien, an den Oberschenkeln aufstützen. Bleib noch ein Momentchen hier auf halber Höhe, wir bewegen noch mal so ein bisschen durch den Rücken, die Schultern. Und dann roll den Rücken einmal langsam nach oben in den Stand auf. Sehr schön. Und locker Arme und Beine aus. Wunderbar. So, da sind wir schon mal einmal wieder oben im Stand. Stell die Füße nochmal hüftbreit auf. Find nochmal deine gerade Haltung. Das heißt, immer wieder erstmal hier das Becken einstellen, ne, dass du hier deine mittlere Position hast. Heb dein Brustbein etwas an, lass deine Schultern locker.
Achtet jetzt vor allen Dingen darauf, dass die Schultern wirklich so ein bisschen nach unten ziehen. Du kannst vielleicht mal die Hände hier so ein bisschen seitlich so spannen, dass du Kontrolle über die Schulterposition hast, wenn der Kopf zur Seite geht. Dann achtet eben darauf, dass nicht der Rumpf mitgeht. Zieh die Schulter aktiv nach unten. Tief atmen. Lass den Kopf einmal nach vorne, Schulter nochmal so ein bisschen locker. Aufrichten, schieb wieder die Schultern, die Hände nach unten, den Kopf zur anderen Seite ziehen. Schultern bleiben hier ganz exakt auf einer Höhe. Und spür die Dehnung seitlich im Nacken. Und nochmal über vorne lösen. Und richte den Rücken nochmal auf, Becken in der mittleren Position, der rechte Arm kommt hier hoch. Wir dehnen die ganze rechte Seite, zieh dich hier so richtig schön über die Länge nochmal raus. Und zur Mitte. Einmal wechseln, anderer Arm zieht hoch und du ziehst dich über die Länge einmal so richtig schön aus. Sehr schön. Und zur Mitte. Nimm nochmal beide Arme hoch. Einatmen, streck dich hier. Und ausatmen, lass die Arme locker. Und noch einmal strecken. Und locker. Und einmal noch nach oben strecken. Dann senk die Arme einmal über die Seite ab. Bleib noch einen Moment in der geraden, aufrechten Standposition. Denk nochmal dran, im Alltag immer ganz wichtig, dass ihr wirklich versucht, das Gewicht möglichst auf beide Beine zu verteilen. Ne, dann kann der Körper sich halt viel besser ausbalancieren. Da kann die Wirbelsäule sich wirklich optimal dann ausrichten, dass ihr in die gerade Position kommt. Versucht immer wieder für euch selber zu spüren, wie das Becken steht. Das ist so die wichtige Position einfach, ne, weil sich natürlich von hier dann auch der Rest der Wirbelsäule aufbaut. Dann können die Schultern auch locker sein und dann kann auch der Kopf wirklich in Verlängerung der Wirbelsäule sein. Achtet da auch nochmal bewusst drauf, weil wenn hier unten schon alles stimmt, trotzdem geht der Kopf leider ganz gerne in so eine Position, dass der also deutlich weiter vorne steht. Und das ist natürlich für den Nacken ganz, ganz schlecht. Also achtet da wirklich immer nochmal drauf. Ihr seht es jetzt gut von der Seite, dass der Kopf ja eigentlich hierhin gehört. Dann ist er in Verlängerung der Wirbelsäule und der Kopf gehört nicht dahin, weil das gibt immer Stress dann im Nacken. No, natürlich auch in der Halswirbelsäule. Also schau, dass du da deine Länge findest, dass du deine gerade aufrechte Position hältst und versuch das auf jeden Fall bis zur nächsten Stunde zu halten. Sehr, sehr schön, dass du mitgemacht hast. Das war wieder wunderbar. Sehr schön. Ja, ich hoffe, das hat euch gut getan und hat euch wieder ein bisschen weitergebracht. Ja, später haben wir noch Workout. Wer da noch spontan dazu kommen will oder so, schreibt mir natürlich immer so ganz kurzfristig. Ist für mich dann immer so ein bisschen strubbelig, aber kriegen wir hin, ne? Ja, ich hoffe, ihr seid später oder morgen dann wieder dabei. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.